Einen wunderschönen, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Sherlock Holmes, Crimes and Punishment. In der letzten Folge sind wir hier angekommen bei einem neuen Fall. Ich habe den Fall schon wieder vergessen. Das Drama von Kew Gardens. Ein ungewöhnlicher Diebstahl hat die königlichen botanischen Gärten von Kew in Aufruhr versetzt. Holmes' Ermittlungen decken jedoch ein weitaus düsteres Geheimnis auf. Wir haben einen Todesfall nämlich hier feststellen dürfen oder in Erfahrung gebracht. Und das ist alles sehr mysteriös. Hier ist das Seed House. Ja, das Seed House. Und wir gehen mal. Wir gehen nicht in das Seed House hinein. Ich hatte noch ein. Oh, das ist ja. Das bricht hier aber ein. Die. Nochmal eine Karte? Hatten wir doch schon. Hä? Moment. Oder ist hier nochmal was Neues? Jetzt sind wir hier. Ach so, damit man sich wahrscheinlich nicht verläuft, ne? Gehe ich mal von aus. Oder ist hier noch irgendwas Neues? Nee. Gegenstand von Interesse. Wir hatten jedenfalls noch einen Raum, der hier separat war. Und ich... bricht die Bildrate ein. Wo sind wir denn jetzt hier? Ist das riesig? Ich muss jetzt gucken, dass ich hier in diesen einen Raum reinkomme, in den ich eigentlich reinkommen wollte. Huch, was du? Can I help you, gentlemen? Ah, ja. Wir wollten nämlich ins Palmhaus, das ist schon mal richtig, aber wir können uns gleich hier nochmal umgucken. Ist hier irgendwas? Hallo? Da ist eine Pflanze, eine alleinige, sieht sehr verdächtig aus, eine Tür. Okay, wir können jetzt nur mit dem Sohn vom hier war was. Aufgabenliste. Tasklist for Albert Dunn. Sweep out the Palmhouse. Tidy the workshop of the large glass house. Also ausfegen, Palmhaus ausfegen, dann den Workshop aufräumen vom großen Glashaus, scrub the toilets, die Toiletten schrubben, wash the gloves and overalls, also die Wäsche waschen, die Handschuhe und die Overalls, clean the storage shed tools. Note, you are only allowed to read the newspaper during your lunch break. Wenn das der Sohn vom Direktor ist, warum ist der hier so unter Kontrolle? A task list for Albert, compiled by Martin Hamish. Sweep out the palm house, scrub the toilets, clean the storage shed tools. Sehr seltsam. So, das ist jedenfalls der Raum, den wir noch nicht beguckt haben hier in dem... Da liegt eine Schaufel. Hat nichts zu sagen. Schade. According to this, they have light and moisture control in some parts of the building. Feuchtigkeit hoch. So, und hier waren wir schon drin. According to this, they have light and moisture control in some parts of the building. So. Und wo wir wieder beim Tatort wären. Finden Sie die Pflanzen, führen Sie eine Autopsie an der Leiche durch. Ich würde mal sagen, ich quatsche jetzt so kurz nochmal mit dem Sohnemann. Ach, Watson, der steht hier im Weg. Denn vielleicht hat er was zu erzählen. Wie gesagt, ich finde es ein bisschen seltsam, als Sohn vom Direktor, dass er hier so rumkommandiert wird. So, mein Freund. Bam, bam, bam. So, dann analysieren wir dich mal. Die Frage ist, oh klasse, arbeiten Sie hier? Er hat sehr verweinte Augen. Tief traurig. Da ist das Kinnpflaster. Beim Rasieren geschnitten. Okay. Saubere Hände. Do you work here? Yes, but part-time only. For I'm also studying botany at the University of London.
You're following in your father's footsteps, then that is commendable. Well, even if botany is not my strongest suit, there are people who say that I could be a good manager. Okay. Thank you, young man. We shall see you again soon. Das war's. Das war's. Wir haben ihn. Albert Dunn ist ein nervöser und ängstlicher junger Mann, wenn man nach seinen abgekauten Fingernägeln urteilt. Er hat sehr viel Reinigungsmittel benutzt, um sich die Hände zu säubern, was keine gute Idee ist, da er mit Pflanzen- und Blumenerde hantiert. Seine Augen sind rot. Offenbar hat er vor nicht allzu langer Zeit sehr viel geweint. Aus seinem Alter kann man schließen, dass er noch an der Universität ist. Hat er aber auch gesagt. Er ist ein gut aussehender Bursch, unverheiratet und wohnt vermutlich noch bei seiner Mutter. So, was haben wir hier? Ah, das Silberbesteck. Die Chronik, das war unsere Entscheidung vom letzten Mal. Wir haben jetzt einen zerbrochenen Kopf, Kopftopf. Im Archiv sollen wir danach suchen. Wir haben die Blumentöpfe im Archiv. Ja, da müssen wir ja nach Hause. Ja, Baker Street, Scotland Yard auch. Bevor wir hier aber irgendwas machen, wartet mal kurz. Hallo. Da muss man alles gut hier absuchen. Die Brille ist immer noch komisch. So. Kurzsichtig, billige Brille. Vielleicht, weil seine kaputt gegangen ist. Dreckiger Kragen. Dreckige Hände. Nee, unverheiratet. Stimmt. Aber an der linken Hand? Ja, stimmt. Und, was haben wir noch? Hände eines Gärtners. So, dann erzähl mal. Albert told us about the tragic death of Mr. Dunn, the late director of Kew Gardens. Tragic indeed. His heart attack was quite unexpected. Would you unlock the doors for us? Do you expect to find the stolen plants there? I am sorry, but those rooms are private. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Aber nicht, dass es hämisch ist. So, wir sind bald durch. Ja, und da ist mindestens eine Frau dabei. So, Martin Hamish ist unverheiratet. Er hat die Hände eines Gärtners. Dreckig und geschwollen. Er ist kurzsichtig, trägt eine Bifokalbrille und ist nicht gerade gut aussehend. Hamish arbeitet so viel, dass er sein Äußeres vernachlässigt. Wahrscheinlich gibt es keine Frau in seinem Leben, die sein Dasein angenehmer machen würde. Er lebt alleine. Ha, so, hier haben wir auch nochmal Gegenstand von Interesse. Wir sind jetzt nämlich da. Ah, okay. Und können wir jetzt hier rein? Locked. Locked, na super. Oh, ist das ruckelig? Warum ist das hier so ruckelig? Ist das auch locked? Locked. Och, Watson, steh nicht im Weg. Was haben wir hier? Nursery. Nursery. Anzucht. Locked. Oh. Alles abgesperrt hier. Und von dort sind wir gekommen, ne? Genau. Nun gut, dann geht's in die Baker Street. Und dann werden wir mal ein bisschen im Archiv wühlen. Haben wir irgendwelche Herleitungen? Fortfahren. Und dann geht's los. Forschungsberichte. Ach, hier ist doch ein Brief. Ich nehme den mal. Kleinen Moment. Vom letzten Fall. Psst. Sehr geehrter Mr. Holmes, endlich habe ich meinen ganzen Mut zusammengefasst und schreibe Ihnen diesen Brief. Ich kann kaum in Worte fassen, wie dankbar ich Ihnen bin. An jenem schrecklichen Abend dachte ich, dass mein Leben ruiniert sei, aber gleichzeitig erkannte ich, dass es da jemanden gab, der mich wirklich liebte und für den ich auch nichts als Liebe empfand. Sie kennen ihn. Ich rede von Kapitän Jack Crocker. Seine Liebe hat mir die Kraft zum Leben gegeben und selbst wenn wir am Ende nicht zusammen sein können, wäre das alles ohne sie nicht möglich gewesen, Mr. Holmes. Hochachtungsvoll, Mary Brackenstall. Ach ja. Wir haben richtig entschieden. Wir fangen an.
Seltene Pflanzen suchen wir jetzt. Botanik, also Bio. 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 Was? Nee. Hä? Ach Quatsch, Forschungsberichte. Zeitung auch nicht. Enzyklopädie brauchen wir. Und dann Biologie. Ökonomie, Technik, Geschichte, Medizin. Botanik. Exotische Pflanzen, Band 4, giftige. Wollen wir da mal gucken? Die Gemeinsamkeit dieser Pflanzen besteht darin, dass sie mehr oder weniger stark giftig sind. Dionea carnivorus, Garnelion, das sind doch genau die hier. Carnivorus, da die, Florem diabolica. Das ist 1 zu 1. Hemaphoria tepius, Büblis, das hier, Darlington und dat. Aber die hier, die Pronus, doch da oben ist er. Okay, nee, dann ist super, ja. Jedoch können nur die ersten drei Pflanzen für Menschen gefährlich werden. Vor allem Florem diabolica, allerdings nur unter bestimmten Bedingungen. Die Pflanze muss einer aggressiven Stimulation ausgesetzt sein, auf die sie mit den Schleudern von tödlichen Sporen reagiert. Here it is. Tödliche Sporen. Das ist ein Hinweis. Nach dem Symbol auf den zerbrochenen Topf. Das ist, Zeichen und Symbole. Göttliche Gesellschaft. Oh, er stammt nicht von Kyugan und so viel wie göttlich, wenn ich mich nicht irre. Göttliche Gesellschaft. Göttliche scholastische Gesellschaft für vegetative Verehrung und Meditation. Die Mitglieder der Gesellschaft beten Trevan an, den Gottkönig. Ihr Ziel ist es, spirituellen Frieden zu finden und sich von den Zwängen des Materialismus zu befreien. Von daher sind die Spenden, die sie erhalten, recht groß. Here it is. Okay. The Divine Syndicate is not a supplier to Kew Gardens. Besides, there is no address here. Dann machen wir noch den Ausstellungstopf. Das ist dann markiert da. Symbol, die Töpfe stammen offensichtlich nicht von dort. Totenkopf, Lieferanten der Londoner Gärten. Seymours Gartenwelt, Werkzeuge und Vorräte für den Garten. Wir sind ein Premium-Lieferant für all Ihre Bedürfnisse im Gartenbau. Umfangreiche Auswahl und Lieferung von Sand, Pflanzenerde, Mulch und Variationen, sowie sonst alles, was Sie benötigen. 3 Blurton Road, London. Here it is. Gut, dann haben wir einen Hinweis. Genau, wir haben einen Hinweis, Informationen über die tödlichen Pflanzen. Die Voraussetzungen sind allerdings richtig kompliziert, denn dafür werden ein bestimmtes Düngemittel, natürliche Stimulation und Nahrung benötigt. Raupen sollten in der Hinsicht funktionieren. Okay. So. Führen Sie eine Autopsie durch. Ach so, ja. Watson? Guckst du der Frau? Ach, du bist der Schlingel. Ach, Watson. Ja, wir führen eine Autopsie noch durch. Na klar, das machen wir auch noch. Welches Bild haben wir denn da? Okay, los geht's. I asked Inspector Lestrade to take Montague Dunn's body to Scotland Yard. It's ready for autopsy then. Ja, dann schauen wir uns die Autopsie hier mal an. Also irgendwie läuft da gerade ein bisschen verkehrt. Wir gucken erstmal, ob hier... Ja, genau. Dunns Gegenstände. This watch is of great value. Da steht nichts drauf. Ah, da. City of London Club, Nummer 165, Mr. Montagu Dunn. Membership of London Crest Club. A membership card for the London Crest Club. Mhm. A beautiful feather pen of a good make. An Mr. F. Wayne, Geschäftsführer der Druckerei Wayne & Sons.
Werter Mr. Wayne, Ihre Plakate für die große Ausstellung in Kew Gardens sind wundervoll geworden. Allerdings ist es wohl nicht nötig, die gesamte Belegschaft zu erwähnen. Nur mein Name ist ausreichend. Montagu Dunn. Eieieiei, da hat sich jemand in die Nessin gesetzt. Und hat sich Neider herangezogen. Dann wollen wir mal beim Bestattungsunternehmer hier gucken. Hallo, ich muss einmal in der Leiche wühlen. Haben wir hier irgendwas? Nein. Okay, sicher. Dann stellen wir uns mal hin. First of all, let us carry out an external examination. External. Nothing suspicious here. Okay. No redness, stings or bruises. Er hat aber komische Finger. Was ist hier? Nix. There are no suspicious marks upon the chest. Let us finish our external examination, so that we can proceed with the autopsy. Da hat sich verletzt. There is an injury to the skull, most probably caused by the fall in the water lily greenhouse. The vessels and the pupil of the eye appear quite normal. The air from the lungs carries a faint floral aroma. Hat was gegessen? Let us examine the internal organs. Das Pfeifen war nicht. Ja, wir nehmen sie raus. The liver tissue is brown. There are no visible pathological signs. Ja, und legen wir die jetzt wieder zurück, oder? The liver is enlarged. It would seem that he was suffering from an alcohol addiction. Oh, nur Alkoholabhängige hier. Ja, nehmen wir die Lunge raus. The lungs are congested and edematous. Okay. Raucher? The tissue on the inferior lobe of the right lung is damaged. Most probably caused by toxins from an unknown plant. The heart's blood vessels show no pathological signs. The heart tissue shows no visible pathological signs. Also ist er nicht an einem Herzinfarkt gestorben. Magen. Komm mal raus, Kleiner. Na? The stomach tissues show no visible pathological signs. Ja, wir sollten mal reingucken. There is a small amount of content. It appears that he breakfasted lightly, only a short while before his death. His suspicions have been substantiated. Montagu Dunn, the director of Kew Gardens, died from poisoning. Plant. Poisoning, to be more exact. You mean... Yes, it is murder. We should inform Lestrade. Yes, but do remember, Watson, that I discovered the murder. The challenge is mine. The challenge, Holmes? We need to locate that deadly plant. Such a perfect murder appeals to me. Murder of any kind appeals to you. Is that all we need to do? No. We also have the people working at Kew Gardens. Martin Hamish and the son of the victim, Albert Dunn. And also Miss White, of whom we spoke with Mr. Hamish. Should we bring them all here for interrogation? No. A few innocuous questions at Kew will suffice, as well as a discreet delve into their personal affairs. Yes, Watson, it is time now to open the doors. Even those in the staff building, I suppose that is necessary. We should also be concerned with the victim himself. After all, we don't know very much about Montagu Dunn. You're enjoying this already, aren't you? More than a little. Ja, wie er schon sagte, es wird Zeit, dann langsam die Türen zu öffnen. Das werden wir auch tun, aber erstmal
tödliche Pflanzenvergiftung. Der oder die Mörder könnten diejenigen sein, die die exotischen Pflanzen inklusive der tödlichen nach der letzten Ausstellung im Kew Gardens gestohlen haben. Ja, könnten es schon in Ordnung soweit. Wo ist denn das andere hin? Hatten wir hier nicht noch einen anderen? So, Vergiftung und dann war eingesperrt. Das kann nämlich auch sehr gut sein. Nachdem Montagu dann im Kolonialhaus eingeschlossen wurde, inhalierte er ein tödliches Pflanzengift. Und das kam über das Belüftungssystem. Okay, die gehören nicht zusammen. Wir haben also dann schon mal die ersten... Ihr erinnert euch, Belüftungssystem, ne? Entschuldigung, wenn ich kurz nochmal springe. Wann war es? Die erste Fallfolge war es. Da haben wir das Belüftungssystem und da eine Klappe aufgemacht. Ich dachte erst, da rollt irgendwas raus oder so, aber darüber wird es reingekommen sein. Gut, ja, Folgenpäuschen. Es ist Zeit und wir machen uns dann in der nächsten Folge auf in Kew Gardens, um da ein paar Türen zu öffnen. Hier sollte nicht so viel geraucht werden in dem Raum. Bis zur nächsten Folge. Euer Firefox.